Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine edlen Geschwister im Islam. Wie mache ich ein Bittgebet? Kurzer Tipp. Aber kurz davor, weil es das erste Video ist von dieser Videoreihe, eine kurze Info, die sehr wichtig ist, inshallah ta'ala. Ich werde ab heute versuchen, jeden Tag um 18 Uhr ein Video von 1 bis 2 Minuten, Maximum bis 2 Minuten, als kurzen Tipp hochzuladen. 30 Tage lang, jeden Tag um 18 Uhr, inshallah ta'ala. Und ihr habt dann jeden Tag, inshallah, etwas Kurzes zum Anschauen, ein kleiner Tipp, eine kleine Ermahnung, etc. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Videos teilt und den Kanal abonniert und die Videos liked und so weiter und so fort. Ach ja, ihr dürft auch ganz normal die Videos herunterladen und bei euch auf Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube selbst hochladen, auch ohne uns zu verlinken und ohne zu sagen, woher das kommt. Das ist nicht wichtig, denn wichtig ist, dass die Message ankommt, das ist das Wichtigste. Wie gesagt, ich werde es inshallah ta'ala versuchen und natürlich werden auch noch längere Videos kommen ab und zu. Auch also dann halt an einem Tag vielleicht 2 Videos und wie das Projekt Quran Reacts Berlin und so weiter und so fort sind wir auch noch am machen. Also es gibt noch auf jeden Fall andere Projekte, andere Videos, die hier erscheinen werden inshallah ta'ala und deswegen seid dabei. Aber dieses soll ein wunderschönes 30 Tage lang Projekt sein mit einer eigenen Playlist. Fangen wir an. Wie mache ich ein Bittgebet richtig? Natürlich muss man wissen, dass es Bedingungen gibt für ein Bittgebet, dass es erhört wird. Ich werde euch die Bedingungen hier in der Videobeschreibung auf jeden Fall listen. Es ist ein langer Text. Sollte es nicht passen, dann ist einfach ein Link da und ihr könnt drauf klicken und dann könnt ihr euch die Bedingungen durchlesen. Aber viele Geschwister wissen gar nicht, wie man ein Bittgebet macht. Ganz einfach. Ganz einfach. Zum Beispiel, du hebst deine Hände hoch und sagst, oh Allah, rechtleite mich. O Allah, gebe meinem Bruder im Islam eine rechtschaffene Ehefrau. Allahumma amin. Und das ist die Sache. Und wie ihr wisst, wir sagen nicht in einem Bittgebet, inshallah. Warum sagen wir nicht in einem Bittgebet, inshallah? Dieses Video werde ich euch am Ende des Videos verlinken. Und ich glaube, das hat schon über 5000 Aufrufe. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr euch das Video inshallah ta'ala auch anschaut. Und ganz einfach. So leicht ist es. Möge Allah azawajal euch belohnen. Allahumma amin. Ganz einfach. So leicht geht ein Bittgebet. Möge Allah euch belohnen, liebe Geschwister im Islam. Allahumma amin. Wie gesagt, ab heute 30 Tage lang, jeden Tag um 18 Uhr ein Video abonnieren, teilen, liken, kommentieren, wenn ihr mögt. Und dann können wir ein bisschen im Kommentarfeld schreiben, wenn es geht. Assalamu alaikum.